Irgendwie. Okay, muss ich ein bisschen vorsichtig sein. Muss ich mir vorhin schon Gedanken machen, wo ich die hinmache. Das ist was ganz Neues. So, dann machen wir nämlich das hier so ums Eck. Hier nehme ich den Plan, das so zu machen. Das sieht dann nämlich ganz nice aus. Und dann hier... So. Genau, und dann... Und damit war es also auch schon wieder. Boah, krass. Okay. Das wird also echt hier noch so ein bisschen eine Aufgabe. Also das jetzt hier noch bis hier rüber. Und dann leer und dann entweder gar nichts rein... Oder eine Blume oder so einen Träger reinbauen. Und dann haben wir hier sozusagen so ein richtig schönes Bücherregal am Start. Hier können wir aber natürlich auch gleich die Theke hinbauen. Müssen wir mal gucken. Hier können wir auch noch ein bisschen was zaubern. Vielleicht müssen wir mal gucken. Also hier würde ich jetzt gerne die Theke gleich rüber bauen. Aber ist das ja nicht zu schmal? Ja, das können wir aber ohne Bedenken abbauen. Und vielleicht dann hier drüben oder da nochmal irgendwo reinsetzen oder so. Das würde ich jetzt ja einfach mal so machen. Und dann machen wir die Theke nämlich hier rüber. Und den Eingang, ja, den Eingang dann, wenn man hier durchläuft, dann da vorne. Und die Theke muss natürlich wieder dunkles Holz sein. Da brauchen wir auch eindeutig wieder mehr Fichtenholz noch am Start. So, hier bauen wir dann unsere Theke hin. Und da ist dann der Durchgang. Da brauchen wir auch noch ein Tor. Ah, das sieht aber schon ziemlich... Das sieht mir fast schon ein bisschen zu sehr geschlossen aus. Dann probiere ich jetzt auch noch was anderes. Hier könnten wir es lassen. Und zwar diesen hier. 6 dürften da schon reichen. Er hat 6 gesagt. So. 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 Ja, das ist hier natürlich schon viel geiler. Guten Tag, ich hätte gerne, ich würde gerne und so weiter und so fort. Wunderbar, kommen Sie doch durch. Dankeschön, bitteschön. Ja, das ist gut. Okay, dann machen wir hier... aus diesem Holz. Und zwar, wie ging denn so eine Klappe? Das ist sie, genau. Dankeschön. Blöp. Nein. Ja. Sehr cool. Okay, müsste, glaube ich, auf der anderen Seite sein, oder? Genau. So. Wunderbar. Dann können hier im Prinzip Leute rein. Die kommen dann da vorne natürlich rein. Und hier wird bedient. Sehr gut. Hier müssen wir dann nochmal vielleicht ein Anmeldeformular oder so etwas in der Art hinpacken. Haben wir denn noch? Haben wir nicht. Müssen wir holen. Was ich meine sind, ist Wolle. Dazu brauchen wir, die brauchen wir einerseits, um für oben noch einen Teppich zu machen. Da müssen wir vielleicht mal gucken, ob wir mit Redstone einen roten Teppich machen. Und weiße Wolle legen wir einfach hier drauf. Das sieht dann so ein bisschen aus wie so eine Art Anmeldeformular oder was in der Art. Finde ich eigentlich auch ganz nice, die Idee. So, dann gehen wir mal kurz nach Hause und holen uns Wolle. Bisschen Kamerafahrt gemacht. So. Wunderbar. Home sweet home. Die Wolle hatten wir, glaube ich. Wo hatten wir denn die verbarrikadiert, verbunkert?
Da war sie. Hatten nur noch zweimal Wolle. Okay, das ist mir natürlich zu wenig. Da haben wir Redstone. Da haben wir die Schere. Ein bisschen Redstone wäre ganz nice. Ich weiß gar nicht, wie viel brauchen wir denn da? Krasse Geräusche am Start. Lapis, Lazuli, Blau brauchen wir eigentlich nicht. Kann man aber doch eigentlich auch mit anderen Farben, mit anderen Sachen färben. Ich glaube mit Blumen auch. Ich will jetzt natürlich nicht unbedingt eine rosa Blume haben. Haben wir hier noch was drin? Fleisch, ja, lassen wir mal drin, weil sie sind total dicht. Wir können die Pflanzensamen aber mal wieder hier reinpacken. So. Wunderbar, können wir irgendwas decken? Nö. Haben wir die da nicht reingetan? So. Okay, dann gehen wir mal zu den Schafen. Wir brauchen nämlich dringend Wolle. Hui. Die werden sich natürlich auch freuen, dass sie mal so ein bisschen... Alter, was geht? Lassen die nicht auch Leder fallen? Leider nein. So. Haben wir überhaupt Platz für Wolle? Nein, dann nehmen wir mal kurz das Fleisch weg. Dankeschön, liebe Schafe. Ihr seid sehr freundlich zu uns. War das gerade blaue Wolle? Ja! Wie lustig. Ja, wir hatten mal, wie geil. Ich schmeiß mal das da kurz weg. Cool, hellblaue Wolle. Da hat wahrscheinlich ein blaues Schaf mit einem weißen Schaf was Unanständiges gemacht. Wir hatten nämlich einmal kurz, aber wieso sieht man das nicht? Weil ein paar Schafe gefärbt und deswegen haben wir jetzt wahrscheinlich auch diese blaue und türkise Farbe am Start. Sehr lustig. Bleib da. So. 54, ja, das reicht natürlich schon längst. Aber wenn wir schon dabei sind, dann machen wir das gleich richtig. Dann können wir nämlich ein bisschen Zeit sparen für das nächste Mal. So, jetzt sind wir wahrscheinlich auch schon übervoll. Wunderbar, dann hauen wir mal wieder ab. So. Die Sonne geht auch bereits wieder unter. Eine schöne Sache. Sorry. So. Tür auf, Tür zu, Tür auf, Tür zu. Und so macht man, glaube ich, Teppich. Genau. Blauer Teppich. Sehr schön. Wir brauchen aber weißen und roten Teppich. Deswegen packen wir die zwei Teppiche, die wir nicht brauchen. Hellblaue und blaue. Packen wir weg. Dann, ja, alles gut. Ich bin so voll mit Zeug. Ich muss mal gucken, ob ich das irgendwie loswerde. Wobei, ich glaube, für unsere beiden Wollen reicht das vollkommen. Nee, ich glaube, wir müssen erst färben. Und zwar brauchen wir... Wie viel kommt denn da raus? Da kommen 3 Stück raus. Wir brauchen ungefähr 12. Also müssen wir es 4-mal machen. Das heißt, wir brauchen 8. 8 rote. Ich bin so bescheuert. Wie geht das? Wie geht denn das? Geht das ja nicht mit Redstone, geht nur mit der roten Blume, oder? Wie kam ich eigentlich auf die Idee? Naja, Weihnachtsmüdigkeit, auf die schiebe ich es jetzt einfach mal. Das heißt, wir können uns jetzt einfach auch nur einen, so ein Ding für unser Formular machen. Das brauchen wir aber auch zweimal, für die eine oder für die andere Seite.
Das heißt, uns reicht das eigentlich auch schon. Wunderbar. Und wir können die andere Wolke wegpacken. Wegwollen. So. Wunderbar, dann haben wir das erledigt. Und hier haben wir auch noch ein Bücherregal, sehe ich gerade. Es ist draußen dunkel, dann können wir wieder was pennen. Und das ist total gut, dann kann ich wieder ein bisschen Kamillentee trinken. So, bis gleich. Wunderbar, ich wünsche einen wunderschönen guten Morgen und weiter geht es mit unserem Verwaltungsgebäude im Hafen, bei dem wir jetzt auf der einen Seite halbfertig sind und aber die Kisten können wir natürlich ohne Probleme machen, weil für die brauchen wir natürlich nur Holz. Und da könnten wir ein paar Fische reinlegen, das wäre natürlich eigentlich auch ganz geil. Dafür müssen wir uns mal eine Angel craften und die Fische angeln. Auch nochmal eine Aufgabe für uns. Wir haben hier immerhin ein Fischerdorf und einen Hafen. Und so wirklich viel geangelt haben wir eigentlich noch nicht und gefischt. Das heißt, das werden wir jetzt auch mal tun müssen irgendwann. Dafür werden wir aber Faden brauchen und für die Faden brauchen wir Spinnen. Das heißt, wir müssen im Prinzip auf Monsterjagd gehen. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, wir haben hier Schwierigkeit schwer eingestellt. Ich habe noch nicht ein einziges Monster gesehen, weil ich glaube, es ist irgendetwas kaputt mit mit dieser Welt. Deswegen wir vermutlich auch keine Fäden bekommen werden. Ich weiß es nicht. Ich muss da mal mich ein bisschen reinlesen, ob da irgendwas passiert ist, ob wir jetzt auch irgendwas tun können, damit das wieder besser wird, weil ich hätte schon eigentlich ganz gerne ein paar Monster hier in dieser Welt. Vermutlich aber nicht bei diesem Mal. So. Wollen wir das eher hier haben? Ja, hier kann man das eigentlich hinstellen. So, wunderbar. Hier kommen jetzt Kisten hin. Das heißt, wir müssen jetzt auch zum Craften immer da reingehen. Das ist aber schon okay. Wir brauchen viele, viele Kisten. Da braucht man viel, viel Holz. So, lass mal kurz rechnen, wie viel wir eigentlich brauchen. Das lässt sich ja eigentlich ganz leicht ausrechnen. 2, 4. Okay, das passt natürlich jetzt nicht genau dran. Das ist ein bisschen scheiße gelaufen. 2, 4, 6. 8. Wir können natürlich auch einzelne nehmen. Dahin und dahin. Einzelne oben und einzelne unten und doppelte oben. Also ungefähr 2, 4, 5. 10 Kisten brauchen wir ungefähr. Gucken wir mal, wie viel wir hier rauskriegen. 5, da brauchen wir nochmal so viele. Warum ist denn die so transparent? Acht, neun, zehn. Plöpp. Wunderbar. Sieht aber lustig aus. So. Ja, klar, hier können wir natürlich auch noch eine hinmachen. Wow, was für eine Musik. Nächstes Lied bitte. Wunderbar. So, zurück zum Spiel. Ja, so geht es natürlich auch. Hier könnte man im Prinzip auch noch eine Kiste reinpacken. Da können wir uns jetzt mal überlegen, was wir hier eigentlich machen. Da könnten wir prinzipiell. Hier sowas reinmachen, finde ich eigentlich auch ganz nice. Ja, das sieht gut aus. Kann man die noch öffnen? Wunderbar. Wieder eine gute Entscheidung gewesen, da nicht direkt einen Vierer hinzumachen, sondern nur einen Slab. Sieht geil aus. Wunderbar. Cool. Dann können wir hier eigentlich auch gleich unsere Theke hinbauen. Da können wir jetzt mal gucken. Bauen wir die vielleicht eins nach vorne? Muss ja nicht immer symmetrisch sein. Zur Anmeldung braucht man ein bisschen mehr Platz. Zur Waren-Ein- und Ausgabe vielleicht nicht so viel. Vielleicht machen wir da aber auch eins eher mittig. Das wäre natürlich auch eine ganz nice Idee.
Dazu brauchen wir noch zwei von diesen komischen Holztüren. So. So. Und. So und so. Beziehungsweise. Naja, eine reicht da auch. Slab. Perfekte Anzahl an Slabs, die wir noch brauchen. So und so. Genau, dann kann man nämlich. Dann haben wir hier mal eine andere Theke. Auch sehr geile Idee. Und wir brauchen unser Türchen. Stopp, hier ist das. So.